Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen mal wieder ein bisschen Guild Wars. Ich hoffe diesmal ohne Lags, oder? Was meinst du, El Cifero? Ja, ne? Finden wir auch. Ja, so, toll. Damit wir das geklärt haben, können wir jetzt voll ins Video reinstarten. Mal gucken, was wir uns für heute vorgenommen haben. Das letzte Mal haben wir ja hier oben ein Quest abgeschlossen, indem wir hier die Straße beschützt haben. Das war schon mal ziemlich erfolgreich. Nicht so erfolgreich war unser Klassenquest, Echos vergangener Zeiten. Ich würde sagen, das lief so schlecht, dass wir das erstmal ignorieren für eine gewisse Zeit. So, was können wir heute machen? Wie wäre es mit diesem Quest hier? Helft Albin und dann noch diese Fertigkeitsherausforderung. Und wenn dann noch Zeit ist, können wir danach auch noch hier zum Aussichtspunkt gehen. Aber zunächst würde ich sagen, kümmern wir uns hier um dieses Quest. Helft Albin Schreiberling mit dem Jotun-Stamm zu handeln. Findet wertvolle Objekte und gebt sie im Tausch für Jotun-Runensteine an die Jotun. Gebt die Runensteine Albin zurück. Okay, also interessante Sachen, die wir hier tatsächlich machen können. Mal gucken, was dafür getan werden muss. Und ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach abzubauenden Ressourcen. Zum Beispiel hier ein Espenschößling. Den brauchen wir natürlich, um uns einen tollen Sessel zu bauen. Ja, das kann man nämlich zum Beispiel machen. Alter, der Adler greift voll den armen Hasen weggenatzt. Und jetzt will er mich auch noch angreifen? Ja, das halte ich aber nicht für eine gute Idee, mein Freund. Ich habe nämlich hier mein gutes Waffenset wieder ausgerüstet mit dem Schwert in der Mainhand. Und tatsächlich in der Offhand haben wir die Axt. Stimmt, daran erinnere ich mich. Was macht das nochmal? Schlagt mit beiden Waffen auf euren Gegner ein. Das klingt ja auch schon mal fantastisch. Stimmt, wir haben ja mit dem Kolben das letzte Mal auch abgeschlossen. Und haben jetzt eine Axt uns gekauft. Und direkt mal ausgerüstet, in der Offhand allerdings erstmal, damit wir... Fangt das Kaninchen? What the? Was mache ich mit diesem Kaninchen jetzt? Kann ich das Albin bringen oder so? Finare? Nee, Albin Schreiberling. Ach, das ist ein Spieler, Finare. Okay, kann ich dir das Kaninchen geben? Brauchst du das? Ich will ja nur ihre Runensteine studieren, aber bei diesem Stamm gelten die als Währung. Ich würde ja gern mit ihnen handeln, aber sie sind dazu nicht fähig. Sind die überhaupt freundlich? Sie sind ziemlich verzweifelt, Alter. Der Stamm hat ernsthafte Probleme mit den Stürmen in diesem Winter. Um zu überleben, handeln sie sogar mit den Wanderhändlern in der Doppelsporn-Freistadt. Aha. So. Mit dem Hasen kann ich hier nichts machen. Was soll ich mit dem Mist? Scheiß Hase, ey. Braucht kein Mensch. Kann niemand was mit anfangen. Findet wertvolle Objekte und gebt sie im Tausch für... Wertvolle Objekte? Ah, okay. Zum Beispiel loses Erz ist sehr wertvoll, ne? Oder? Das kann ich werfen. Super. Scheinbar doch nicht so wertvoll, nicht? Was kann ich denn tun, um zu helfen? Helft mir, Runensteine von den Jotun zu bekommen. Sie tauschen sie gegen alles, was einen Wert für sie hat. Lebensmittel, Vorräte, Baumaterial, Frauen und so weiter. Das mache ich. Aber dieses komische Erz kann ich erstmal nicht gebrauchen. Wo gibt's denn diese scheiß Runensteine eigentlich? Ich kann mit denen auch sprechen. Und da ist auch so eine Kiste. Was ist denn in der Kiste drin? Finger weg da. Ich möchte das kaufen. Was ist denn das? Zwei Steine, ja oder nein? Das kann ich mir nicht leisten. Ich habe keine Steine. Was soll der Mist hier? Die reinste Handelssimulation wird hier von uns abverlangt, aber leider fehlt uns das nötige Startkapital auf irgendeine Art und Weise. Ach, das wollte ich doch gar nicht, diesen scheiß Kaninchen bauen. Ich wollte den Baum hacken. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute hier tatsächlich in der Welt von Tyria unterwegs sind. Wir haben in diesem Part alleine schon, ich glaube, 5 Leute oder so gesehen, die in der Open World einfach so durch die Welt stolziert sind. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich bin das ja aus World of Warcraft ein bisschen anders gewohnt. Wenn man da in den Startgebieten ist, dann ist da eigentlich komplett tote Hose. Verdammt, man, diese Steine, die bringen einem gar nichts. Die kann ich werfen, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ich möchte sie zum Handeln verwenden. Das ist jetzt ja ein bisschen uncool. Ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Okay. Ich mache mir Gedanken darüber, während wir hier auf dem Weg zu dem Fertigkeitspunkt sind. Weil vielleicht ist das ein bisschen einleuchtender, was man da machen muss. Und auf dem Weg dahin können wir noch glatt diesen Baum abbauen. Was ist mit diesen ganzen Kaninchenbauen eigentlich? Oder Kaninchenbaus? Was ist denn die Mehrzahl? Bäue. Kaninchenbäue. Ja, bestimmt. So, erstmal grüner Holzblock. Demnächst sind wir auch übrigens an eine Levelgrenze gekommen, denn wir sind momentan nicht Level 10, was hier für dieses Quest erfordert wird. Aber ich habe mir schon einen Notfallplan dafür überlegt. Uns fehlt anderthalb ganzes Level dafür. Und ich glaube, ich möchte dann mal ein Level oder so durch Berufe skillen. Das geht nämlich extrem schnell. Das denkt man vielleicht gar nicht erst. Das sieht wie ein guter Ort für Abenteuer aus. Oh, die Schattenhörner. Sogar mit einer Wegmarke. Das stand ja gar nicht auf der Karte.
Wegmarke Zillichor Thermalbad. Oh, Thermalbäder sind immer toll. Hier gibt es ja tatsächlich mehr, als man dachte. Zum Beispiel ist auch noch ein Ausblickspunkt. Und der Fertigkeitspunkt, zu dem wir eigentlich hin wollten. Das hier aber auch schön aus. So eine heiße Quelle. Und hier ist ein Händler. Argmund. Was verkaufst du so? Nichts Interessantes. Kann ich Schrott verkaufen? Das wäre toll. So, zack. Inventar volle Kanne aufgeräumt und trotzdem ist es super voll. Kann ich irgendwas auseinandernehmen? Das ist natürlich auch eine Frage. Zum Beispiel den Bogen. Ja. Kann ich noch was auseinandernehmen? Ja, das da. Noch was? Mächtige Harpune. Alter, ich nehme hier alles auseinander. Alles wird hier auseinandergenommen. Was ist mit diesen Kettenhandschuhen? Die sind bestimmt schlechter als unsere, ne? Okay, weg damit. Ich nehme das auseinander. Was mit der Eisenaxt? Ist die nicht besser als unsere? Warte mal, das möchte ich überprüfen. Henkersbeil haben wir. Das ist tatsächlich auch eine Axt mit Kraft. Warum benutze ich die denn eigentlich nicht? Bin ich dumm oder was? Ich könnte die Axt natürlich jetzt auch in der Mainhand benutzen. Und jetzt haben wir zwei Äxte. Und jetzt kann ich gleichzeitig... Ey, das ist voll schlau. Damit kann ich jetzt gleichzeitig diese Fähigkeiten hier skillen und gleichzeitig auch die Einser. Das ist natürlich super schlau gewesen von mir. So, Sammelgegenstände lagern, weg damit. Und können wir hier rumspannen, weil hier leicht bekleidete Damen in der heißen Quelle liegen. Oder ein fetter Sack wie er hier, Thermalbadbesucher. Naja, okay, an dem bin ich nicht interessiert. Ich möchte stattdessen lieber zu der Fertigkeitsherausforderung. Blitze, Platsche, vier Norden in einer Wanne. Ich glaube, er hat auch schon ein bisschen über den Durst getrunken. Moinsen, Burison, der Blaue. Ach ja, er heißt ja auch schon der Blaue, kein Wunder. Mit den heißen Quellen verfolge ich eine doppelte Strategie. Ich sitze im heißen Wasser und lasse mich einweichen. Dann gehe ich raus in die Kälte und kämpfe gegen irgendjemanden. Das hält mich jung. Kommt her, dann kämpfe ich gegen euch. Ihr werdet meine Weisheit erkennen. Ich wäre dann soweit. Ah, cool. Und wir bekommen sogar Hilfe von der Franz. Der Franz. Ich möchte auch gerade gegen ihn hier kämpfen und das... Er freut uns natürlich, weil das ist dann ziemlich eine große Hilfe. Bitte sehr. Richtig schön sauber. Ja, und richtig jetzt schön zurück sauber. Ins Gewirbel. Ja, nee, das finde ich aber auch, Alter. So, die Fertigkeitsherausforderung war absolut kein Problem. Dank Hilfe von The Franz. The Franz! Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt noch diesen unentdeckten Ausblickspunkt entdecken. Der ist da oben auf diesem Berg drauf. Man sieht den schon ein bisschen. Hier, bei diesem Kartensymbol ist der nämlich immer. Und ich muss jetzt einen Weg finden, um da hochzukommen. Ich glaube aber, das sollte schaffbar sein, oder? Man muss hier irgendwie den Gebirgspfad nach oben klettern und auf dem Weg diesen Minotaurenbullen plätten. Für die Geister! Ja, für die Geister, auf jeden Fall. Oh Mann, die Äxte machen ja richtig viel Schaden. Und Zyklonaxt haben wir gelernt. Dreht euch schnell um und greift um euch herum an. Ach so, ein Wirbelwind quasi. Okay. Gebirgsminotaurus, noch einer. Und ich bin immer noch auf der Pirsch, nach einem geeigneten Weg, diesen Berg nach oben zu erklimmen. Ich glaube hier, bei dieser Rampe, könnte man es vielleicht mal versuchen. Hier ist auch Kräuter. Kräuter! Nämlich Blaubeerbusch. Ah, lecker, Blaubeeren. Zwei ganze Blaubeeren von einem kompletten Busch gepflückt. Das ist ja eine magere Ausbeute eigentlich. Aber nun gut. Also ich bin bis jetzt schon ziemlich zufrieden mit dieser Axt in der Mainhand und in der Offhand zusammen. Das macht einiges an Schaden. Ich kann einiges an Damage rausklotzen. Das gefällt mir ziemlich gut. So, jetzt kommen wir hier hoch, ey. Ist das ein schlauer Weg, hier lang zu gehen? Oh mein Gott, das ist ein bisschen zu steil, oder? Ah, ja, von da könnte man vielleicht auch kommen. Das ist vielleicht sogar noch schlauer. Das ist vielleicht sogar noch schlauer. Okay, probieren wir es von der Seite. Veteran Schneetroll. Ach du Kacke, das ist aber einer mit einem epischen Porträtrahmen. Okay, wir legen uns trotzdem mit ihm an, in der Gefahr, dass wir komplett sterben. Alter, was für heftige Attacken er kann. Mist, er betäubt mich auch noch. Was ist das denn jetzt für ein Mist? Er hat mich vereist. Okay, dann möchte ich vielleicht doch noch nicht gegen dich kämpfen. Auch angesichts der Tatsache, wie viel Schaden ich schon bekommen habe von dir und wie viel ich dir erst gemacht habe. Das ist, nee, ich glaube, ihn bezwinge ich erstmal nicht. Okay, tschüss. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen, ich möchte mich hier verpissen. Ah, Hilfe. Ja, vielleicht hätte ich es geschafft, aber... Zu viel Stress muss man sich ja nicht antun, ne? Stattdessen, ja. Sind wir hier in Sicherheit und können versuchen, zu der dummen Ausblicksmarke zu kommen. Oh Mann, die können ja alle solche dummen AE-Attacken. Was ist das denn? Da muss man sich ja voll in Sicherheit wiegen immer. So, stirb endlich mal, dummer Schneetroll, ey. So.
Ja, wir haben jetzt einen tollen Rundgang gemacht um diesen komischen Hügel, der uns eigentlich nichts gebracht hat. Wir haben einen kurzen Ausblick in die Thermalquelle gemacht, aber eigentlich möchte ich auf den Berg rauf für den Ausblickspunkt. Und ich glaube, das hier ist tatsächlich endlich mal der richtige Weg. Mal schauen, ob das... Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yeah! Und der Mond auch im Hintergrund. Leicht bestrahlt. Oder scheint er. Der Mond strahlt ja an sich nicht, oder? Er scheint ja nur zu... Nee, warte, ist das andersrum? Der Mond wird ja nur von dem Gestirn beleuchtet, um dass sich der Planet auch dreht. Also in unserem Fall bei der Erde ist es die Sonne. Und ich glaube, deswegen heißt es, der Mond scheint nicht, sondern er strahlt nur das Sonnenlicht zurück. Aber, keine Ahnung, wie genau da die Terminologie ist. Aber wir haben es geschafft. Wir sind bei dem Ausblickspunkt angekommen. Und den können wir uns direkt angucken. Wahrscheinlich hat er die Thermalbadquelle als Highlight, genau. Nochmal einen schönen Blick auf die leicht bekleideten Ladies, die sich hier, einen schönen Abend machen. Denn es ist gerade Abend, glaube ich, in der Welt von Tyria. Es ist nämlich ziemlich dunkel. Bisschen düster tatsächlich. Naja, so. Wandererhügel, wir haben ihn schon fast zu 60% abgeschlossen. Das ist tatsächlich erstaunlich gut. So, das haben wir soweit hinter uns. Was kann man denn für dieses Quest machen hier? Das habe ich immer noch nicht so ganz gerafft. Helft Albin Schreiberling, mit dem Jotun-Stand zu handeln. Findet wertvolle Objekte und gebt sie im Tausch für Jotun-Runensteine an die Jotun. Irgendwas muss ich sammeln, das wertvoll ist. Und wer bist du denn? Du hast gar keinen Namen über dir. Du bist Dirmitaiens. Oder so. Wahrscheinlich ein Grieche. Ja. So. Runter von diesem Berg hier gibt es nämlich gar nichts mehr für uns. Es wäre tatsächlich cool, wenn ich in diesem Video noch herausfinden könnte, wie ich diesen Quest hier vorantreiben könnte. Das wäre toll. Außerdem wäre es toll, wenn ich tatsächlich eine Fähigkeit hier noch bekomme, die mich ein bisschen geschwindigkeitstechnisch boostet. Aber bei dem Namen Axtwerfen klingt das schon mal nicht so ganz danach. Aber naja. Was muss ich denn hier eigentlich machen? Hier ist ein Beutel oder so. Hier liegen Sachen rum. Was sind das hier zum Beispiel? Finger weg da. Ich möchte das kaufen. 4 Steine. Nee, ich habe nicht. Ich habe keine Steine. 2 Steine, ja oder nein? Die handeln tatsächlich mit Steinen. Trümmer. Hey Mann, was soll der Kack? So. Trümmer werfen. Aber warum? Ich will nichts von dem, was ich habe. Bring mir etwas anderes, Mann. Finger weg da. Ich möchte es kaufen. 3 Steine. Ich habe nur 1 Stein, aber ich glaube nicht, dass diese Steine überhaupt damit gemeint sind. Also dieser Quest hier, der ist echt ein bisschen komisch. Ich möchte das kaufen. 2 Steine, aber ich kann doch nur 1 Stein gleichzeitig tragen. Was soll der Mist? Diesen Trümmer. Das ist doch ein Trümmer. Das ist doch einer von diesen Steinen, die man wirft die Steintrümmer und schleudert einen Gegner zu Boden. Nee, das möchte ich eigentlich nicht machen. Was soll der Mist? Finger weg da, ich möchte das kaufen. 2 Steine. Ich kann mir das nicht... Ich habe nur 1 Stein hier. Ich kann doch nicht mehrere auf einmal tragen. Ich bin doch nicht Obelix. Der könnte das natürlich. Der könnte sogar ganze Hinkelsteine auf seinen Schultern transportieren. Oder auf seinem Rücken. Aber ich nicht. Wie machen denn die anderen das hier? Die anderen scheinen das hier voll zu raffen. Ist der größte Schatz. Ja, mit Wissen kann man hier aber nichts kaufen. Ich recherchiere vorwiegend im Gasthaus. Ja, das ist schön für dich. Wie geht dieser Quest? Also die ganzen Leute hier, die haben überhaupt kein Problem damit, glaube ich. Ja, im schlimmsten Fall muss ich das halt offscreen rausfinden, wie man das hier machen muss, weil ich habe momentan echt überhaupt keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich mache das so. Der Part ist ja sowieso schon bei irgendwie 13 Minuten oder so. Ich glaube, es ist annehmbar, wenn ich den Part hier beende und in der Zwischenzeit, zwischen den Aufnahmen jetzt, mich darüber informiere, wie dieser Quest überhaupt schaffbar ist. Denn ich habe es nicht gerafft. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, wenn ich das sowas von spitzenmäßig schaffe. Wissen ist Macht. Genau, ja, das sehe ich aber auch so. Wir sehen uns dann, also ciao, Leute.